Manybuy.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.manybuy.com. Music Deal mittendrin statt nur dabei. Manybuy. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mola am Start und Shukri. Salamu alaikum. Aleikum salam, würde ich mal sagen. Richtig, ne? Vorbereitet, Bruder, das alles. Ja. Korrekt, das ist korrekt. Ist ja so, Nigeria ist ja zu 60% muslimisch. Echt? Hm, ja, ja. Krass, 60%. Wusste ich ja nicht. Ja, die haben sich halt große Streit mit Christen. Bald können wir Wissenssendung machen. Bald können Ayman wir Abdallah. Ist auch wichtig hier. Ich finde, wenn man schon Music Deal guckt, dann, wir schulen ja auch, ne? Bisschen. Na, ja, wir haben interessante Themen und gerade die Farid Bang-Sendung war eine mit Tiefgang. Natürlich haben wir da pädagogische Lehren draus ziehen können, ja, bei dieser tollen Sendung mit dem Herrn Knall, ja, einer der Sprechgesangsartisten des 21. Jahrhunderts. Unglaublich ist er. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, seine Platten wurden auch, der verkauft so viele Platten, weil auf der einen Seite die Töchter die Platte kaufen, auf der anderen Seite auch die Mütter. Das ist das nämlich. Da hast du direkt pro Familie zwei Verkäufe. Minimum. Deswegen gehst du dann aber auch der mal. Vater kauft nie, weil er beide klar gemacht hat. Normal. Ne? Der Vater muss aufpassen, dass die Platte nicht in die Tat umgesetzt wird. Der Vater muss aufpassen, ob die Mutter nicht noch die Kreditkarte nimmt, um die Platte zu kaufen. Von dem Typen, der sie noch klar gemacht hat. Er macht doppelt direkt ganze Spielfilm. Doppelt gedisst, doppelt und dreifach. Heute bei uns zu Gast, Alpagan. Ja, neues Album. Und neues Album. Direkt auf 7 gechartet. Das ist schon eine heftige Nummer dafür, dass da kaum Promo für lief. Ohne Promo auf 7, das bedeutet, der Name ist extrem heiß und sehr, sehr viele gute Kritiken. Ja, nicht sehr, sehr viele. Ein Freund von mir hat sogar für das Album produziert. Ich glaube, den Track Lasma. Lasma. Schönen Grüße an Siavash aus Düsseldorf. Siavash aus Düsseldorf, Lasma auf alle Fälle. Und Video dazu gedreht, oder? Ja, auch noch Video. Mit Dümarok und wer noch? Das noch drauf? Nicht für dich, Vater. Dümarok und Kurdo. Kurdo. Oh. Also heute uns zu Gast. Ne? Und wir huldigen heute natürlich wieder unseren Lieblingsinvestor. Frank the Tank. Felty. Felty. Ja, der ist jetzt zurzeit unterwegs, weil er hat sich überlegt, Auto, Hubschrauber, alles langweilig. Er kauft sich jetzt einen goldenen Panzer. Und fährt den Panzer einfach. Viertes Reich, oder was? Nein, der hat gesagt, der fährt seine Nachbarn platt, der will die nicht mehr sehen. Ja, das, ich verstehe den auch. Der hat eine riesen Hütte, weißt du? Kennst du diese, so wie R. Kelly im Video? So ja, ein Haus okay. hat der. Mit Küche, Hund für Hund. Basketballplatz im Basketballplatz, Keller. Swimmingpool im Keller, alles am Start, ja. Schwimmbad. Ich bin reingekommen, habe ich gesehen, Kinder, Rutsche, Sandstrand. Ja? Im Keller. Weißt du, der hat Strand im Keller. Warum Kinder? Weil die Kinder Neverland haben gedacht, Ranch, das ist normaler Strand. Ja, man kann nicht wissen, du weißt, diese Reichen, die sind exzentrisch. Die sind exzentrisch, ja. Auf jeden Fall, das ist so eine Sache. Ja. Aber wir haben heute was, wir wollen heute mal ein bisschen musikalisch was machen. Ja, ein bisschen mal was anderes als sonst vor allen Dingen. Und wir beide haben uns praktisch jetzt mal einen Titel, und es ist ein Oldschool-Hip-Hop-Titel, weil du bist ja, obwohl du noch sehr jung bist. Guck mal, weißt du, der sagt mir ein Typ, ne, der schon fast die Mitte seines Lebens mit 40 Jahren erreicht hat, dass ein 26-jähriger Typ jung ist. Meine du bist jung, genau. Bist du Küken. Guck mal, musst du so. Warum hast du keinen Bart, Bruder? Weißt du, ja, das bei mir wächst schon nicht mehr. Ich hatte früher einen Hipster-Bart, so wie du, aber jetzt wächst schon nicht mehr. Ich bin so alt, bin ich schon. Lass mal den Videoclip gucken. Aber wir lassen mal Oldschool-Hip-Hop gucken. Richtig Oldschool. Ich glaube, das war. Hast du den Typ im weißen Anzug gesehen? Ich normalerweise würde von der Polizei, also von der Modepolizei, sofort verhaftet werden. Wenn du einen Videoclip machst, wenn du wieder was drehst, irgendwas, ich komme in so einen weißen Anzug und tanze Background. Super, Background. Würde ich kaputt gehen. Ganz ehrlich, ich würde kaputt gehen. Ich würde dich so feiern, ich würde goldene Licht machen, so richtig Spotlight auf dich, wie du mit diesen Aber du musst Schulterpolster rocken. Natürlich. Diese richtigen Schulterpolster. Und am liebsten, anstatt nicht so Lackschuhe tragen, so Stiefel und diese Stoffhose da rein. Richtig. Und dann noch so Klappen wie bei Captain Hollywood hier drauf. Weltklasse. Abzeichen. Mit deinem Kopf. So. Mein Kopf so links und dein Kopf rechts. In der Mitte so Music, so ein Emblem. Unglaublich, unglaublich. Also echt, ist richtig genial. Aber wir haben ja auch aktuellen Hip-Hop heute am Start, ne? Ja. Alpagan kommt und wir haben ja schon Backstage getroffen, sehr netter Kerl. Übertrieben korrekt. Übertrieben korrekt. Ja, also wirklich Familienmensch. Eigentlich schon. Also nicht eigentlich schon, ist ja. Also ich bin mal gespannt, was er sagen wird zum Thema, wo die Musik steht und wo die Familie steht. Und er hat zwei Kinder jetzt, ne? Innerhalb von 17 Monaten. Das ist krass. Ich hab nicht mal eins. Ja, also geht ratzfatz und ich weiß nicht. Ich habe gehört, das dritte ist unterwegs.
Der hat neu Kind gemacht, während er hier war. Auf, per Telefon. Alpagan hat es auf alle Fälle drauf, weil ich war Platz 7 gegangen, ohne Promo. Alle machen Mega-Promo, alle machen... Ja, Promo hin oder her. Wir müssen auch eine Promo machen. Für wen? Für Alpa? Nee, für Manny-Buy. Machen wir für Manny-Buy? Wollen wir das mal eben machen? Okay, alles klar. Manny-Buy ist total cool. Ihr könnt hier eine ganze Menge kaufen, günstiger als irgendwo anders. Genau. Geh mal auf die Seite. Ich bin schon drauf. Bin schon drauf. Zeig mir auch die Regie nur. So. Stark, ne? Also. Manny-Buy.com. Da könnt ihr nach eurem Kram suchen. Wenn ihr, guck mal, ich kann zum Beispiel nach Summer Jam suchen. Ich weiß, der ist zwar, hat jetzt nicht viel mit Alpagan zu tun, aber da kann man zum Beispiel mal suchen, wenn das lädt. Nee, nichts übersetzen. Ja. Dann finde ich hier so Kram von dem. T-Shirt zum Beispiel. Oh, Jam. Alpagan haben wir nicht, oder? Haben wir noch nichts, aber erst ab nächste Woche. Mal gucken, vielleicht machen wir Handyhüllen. Südafrika Golden Globe, warum auch immer. Warum auch immer. CD ist auf alle Fälle, kann man, wenn wir einstellen, ich weiß, dass die reinkommen wird. Genau. Aber wenn jemand vielleicht was von Alpagan zu Hause hat oder vielleicht von irgendwem anders oder eigene Produkte, könnte dir theoretisch auch bei Manny-Buy reinstellen. Theoretisch und praktisch. Praktisch? Warum ja. Praktisch? Praktisch ganz einfach auf Manny-Buy, auf Manny-Buy.com anmelden, ein Konto einrichten und dann dich als Verkäufer registrieren lassen. Du kannst natürlich neue Produkte und das Ganze kostet dich niente. Belesch. Für Belesch. Belesch. Padayok-Angebot, deine Mutter. Padayok-Angebot, deine Mutter. Ja, besser geht nicht mehr, ne? Doch. Was geht noch wenn besser? Wenn du Geld bekommst von diesen Verkäufen. Noch besser. Ja, Bruder. So wie Frank. Frank Abi hat richtig gemacht. Frank Abi hat richtig gemacht. Frank Abi hätte auch so machen können, dass er per Webcam zugeschaltet ist. Meinst du? So wie man das bei Manny-Buy auch kann. Meinst du, der guckt bestimmt. Der guckt 100, Handy. Der Bruder, Illuminat, NSA, wo kommt Geld? Der steht, ich glaube, der steht dahinter, hinter der Wand. Mit oben. Dreieck. Mit Dreieck. Dreieck, so. Illuminati. Wir sind heute ein bisschen lächerlich, ne? Merkst du schon? Nicht wirklich ernst. Es liegt daran, dass Frank nicht da ist. Meinst du? Wir sind nicht ernsthaft. Ich finde, das sollten wir ändern. Herr Dr. Blumensohn? Ja, und ich finde, Herr Dr. Blumensohn, Sie sollten jetzt sofort den nächsten Sprechgesangskünstler ansagen und das mit dem gebührenden Respekt, der diesem Künstler auch zusteht. Na, dies fällt mir natürlich nicht schwer, da ich über die Historie des sogenannten Alpa Abi ja, instruiert bin ja, und weiß, dass dieser Herr aus Berlin diverse Titel ja, in seinem Portfolio hat. In diesem Sinne möchte ich auch gerne den Titel Alpa Abi anspielen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schauen dieses Bewegtbildes. Ja. Breaker mal im Video gehabt, ne? Ja, und stark. Breaker im Video gehabt und sogar Weltmeister oder Ex-Weltmeister Felix Sturm. Felix Sturm war das? Ja. Ich kenne mich ja nicht so aus. Ja. Aber es gibt ja nicht viele, die man kennt. Neben den Asaitas und Felix Sturm. Wer den Felix kennt, das ist schon eine Nummer, ne? Weil richtig guter Weltmeister, kann viele machen. Titel, immer wieder geholt den Titel. Ich bin gespannt, vielleicht schafft das ja nochmal. Der never come back, aber Felix, ich glaube an den. Why not? Schauen wir mal unsere Lieblings-Internetseite, Rap Update. Die Bild-Zeitung des deutschen Hip-Hops. Und hat eine sehr, sehr interessante Leserschaft. Guck mal, da sind wir ja auch. Wir sind auch da drin. Wir werden von manchen vergöttert, von manchen werden wir beschimpft. Oder? Ja. Aber das haben wir, finden wir auch gut. Was sieht, wenn ich da draufklicke? Da kommst du direkt auf Manny-Buy, das will ich ja gar nicht. Ah, nee, da sind wir schon so. Aber gucken wir mal. Aber hier, guck mal hier. Sollen wir mal reingucken, was da steht? Ja, genau, gucken wir mal rein. So, was haben wir denn heute? Noch keine Kommentare? Doch, da. Manny-Buy ist der digitale Toonie. Ja! Ja, genau. Schokoboy. Es gibt digitale Hurensöhne. Guck mal, das ist auch gut. Ich weiß ja, dass Toonie hier richtig gehasst wird, aber ist das ein Grund, warte, was hat der Toonie denn gemacht? Ich weiß es nicht, Bruder. Okay, ich keine Ahnung. Vielleicht kann man uns aufklären, wir sind ja nicht so die Spezialisten, tun unser Bestes, unser Fachwissen immer wieder auf. Aber warum ist Toonie so verhasst? Weiß ich nicht. Aber guck mal, hier gibt es auch positive Kommentare. Zu Toonie. Supportet die Jungs von Manny-Buy, schaltet unbedingt ein. Shukri, falsch geschrieben, heißt es Shukri oder was? Shukri, was? Und Mola sind korrekte Brudis, die meinen Kommentar erwähnt haben. Wir haben deinen Kommentar erwähnt. Nochmal erwähnt, doppelt. 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 Wunderbar. So ist das. Ja, aber ist interessant, ne? Ja. Geh doch mal auf Rapper Toonie. Vielleicht können wir den mal, dass die mir überhaupt mal. Oder nicht, dass der denkt, wir haben was gegen den jetzt. Nein, wir haben nichts. Aber ich möchte wissen, warum der. Ich hab noch keinen positiven Kommentar. Das ist auch krass. Ich kenne keine andere Seite irgendwie, die nach Rappern sortiert. Ja, ja. Wenn die nach Stadt sortiert werden müsste, müsste Toonie unter Düsseldorf stehen, ne? Ja, aber gucken wir mal, wo ist er denn? Toonie kommentiert. Bei Streit zwischen Bushido und Flair nun mit, was haben wir denn da? Ja. Das ist Toonie, der Linke? Der Linke und rechts Flair. Flair kenne ich, ja. Klar.
Patrick, ich bin gerade in deinem alten Studio und nehme auf, wo bleibt die Schelle? Boah, das ist echt ein Abzug gegen Flair, Bruder. Ach so. Also der ist so ein Ärgermacher. Ja, glaub ich schon. Vielleicht kann einer auf Rap-Update, die Spezialisten dort, am besten Assi-Toni, der sehr häufig, der ja was gegen... Ey, sind voll die Assi-Sachen drin, Junge, was ja, ist ja, das? Richtig. Also wenn ihr lachen wollt, Kommentare lesen. Ihr müsst lesen. Das lesen, das ist unglaublich, die Jungs sind echt geil. Aber ich kann das nicht laut vorlesen. Da sind also auch beleidigende Dinge dabei, die wir nicht in der Sendung sagen wollen. Aber der Unterhaltungsfaktor ist schon sehr hoch, ne? Absolut, absolut. Aber ich fordere Assi-Toni auf, uns zu erklären, warum Toni so schlimm ist. Und was ich aber gut finde an Rap Update, hier ist immer alles kurz und knapp erklärt. Also ich kann immer direkt irgendwie nachvollziehen, worum es gerade geht. Auch wenn gehen wir nochmal auf Alpa, da ist bestimmt auch so eine Beschreibung. Bin, ja. Alpagan. Der hat auch schon eine Liste hier, ne? Ja, ordentlich Liste, ne? Ja, was zu den Videos und so, ist schon... Ich finde die Shindy-Style gut. Ja. Afghan Fiction, du Marok. Guck mal, da ist doch das Video. Lass mal. Mhm. Können wir uns eigentlich direkt mal reinziehen, oder? Ja, mal rein. Ja. Direkt von Das ist das Ding, was ein Freund von mir produziert hat. Ah, das war der Check der Düsseldorfer, ne? Genau. Guck mal, ich schau mal an. Starkes Ding. Ich meine, jetzt wird Zeit, ne? Ja, ich glaube, wir müssen unseren Gast mal hereinrufen. Einen riesen Applaus, ne? Wir sind wieder zu zweit heute. Heute bei uns zu Gast Alpagan. Yeah! Was geht denn? Leider haben wir keine Schlüssel. Bei dir? Alter, gut, dich mal live zu sehen, Alter. Ja. Live und in Farbe. Nehmen Sie Platz. Und in Farbe. Und in Farbe. Alpa. Das ist dein... Ich sitze neben Mola, Alter. Ja, ich sitze neben Alpa. Ich habe damals als Jugendlicher zu Hause Kilos habe ich verpackt in kleinen Tütchen, 20er Tütchen. Und dann lief Mola Viva. Interaktiv. Und die Zeiten. Chartshow, ja. Krass, jetzt habe ich damit nichts zu tun, aber sitze neben dir. Was für eine Ehre für mich. Ist für mich eine Ehre, ja, dass du heute bei uns zu Gast cool, bist. Danke, natürlich. Ist für mich natürlich auch eine schöne Zeitreise, mal wieder das zu machen, womit ich eigentlich angefangen habe. Das macht doch riesig Spaß. Und hat sich ja viel getan. So, ich meine, damals deutscher Hip-Hop, heute deutscher Hip-Hop. Es gibt ja so eine zweite, neue deutsche Hip-Hop-Welle, kann man eigentlich sagen. Und was, wenn du das so betrachtest, du hast es ja mitgemacht, was hat sich geändert im Hip-Hop zwischen damals, wo Hip-Hop groß gewesen ist, deutscher Hip-Hop groß gewesen ist, und jetzt? Es gibt ja auch Oldschool, so sagen wir mal die Savages dieser Welt, die Flairs dieser Welt, die damals schon da waren. Manche haben es, ich meine jetzt Afrop zum Beispiel, die teilweise noch gibt, teilweise nicht mehr so richtig am Start sind. Ne? Was ist anders geworden? Hey, Afrop, Sammy Deluxe, absolute Beginner, fantastischen Vier. Die gibt es ja immer noch. Ja, aber massive Töne. Das waren damals so Hip-Hop, deutscher Hip-Hop war damals so. Heute natürlich hat sich deutscher Hip-Hop extrem weit entwickelt. Also auch natürlich diese Farbe ist jetzt drin, mehr Straßen-Hip-Hop ist jetzt auch drin. Viele Kanaken sind jetzt mit Kanaken, was willst du nicht mehr noch? Weißt du? Also ist wirklich so. Also ich sag mal so, ich habe das so mitbekommen, seit Sido mein Blog, also davor gab es natürlich Kool Savas, der war natürlich King of Rap mit seinem Style. Und das kam für die meisten Hörer so schwer rüber, weil das immer so dieses Gesplitte und viele Wörter in einem Satz, so, weißt du? Und dann kam Sido mit so einem einfachen Deutsch. Mein Blog, der Typ aus dem ersten war früher mal Rausschmeißer. Ja. Jetzt ist er der Hausmeister. Weißt du, diese Doppelreime. Es hört sich so einfach an. Und jeder zweite Kanacke oder Straßenjunge dachte, ey, das kann ich doch auch. Aber so einfach ist das nicht, so wie es sich anhört. Nee, das ist so. Also da muss man Sido auch schon Props geben, dass er echt ein krasser Künstler ist und auch seine Texte immer so bildlich so gut umsetzen konnte. Und das hat den Leuten auch Spaß gemacht. Aber jeder Zweite dachte, ey, das kann ich doch auch, es hört sich so einfach an. Also einfacher als Savas sein Ding, weißt du? Und ich glaube, das hat viele so mit reingezogen. Es hat nochmal eine Tür geöffnet in der deutschen Hip-Hop-Szene, denke ich. Wenn man dein erstes Album nimmt und jetzt dein fünftes Album, was hat sich bei dir künstlerisch getan? Gibt es da einen Unterschied in der Arbeitsweise? Ich gehe eigentlich... Ich habe natürlich mich extrem entwickelt seit meinem ersten Album. Wenn ich jetzt heute mein erstes Album höre, da gibt es natürlich ein paar starke Songs wie Ausländer. Das war ja mein Durchbruch für mich damals. Und natürlich auch sehr viele schwache Songs, wo ich es natürlich raushöre. Mhm. Ich höre ja mit einem anderen Ohr als die Zuhörer. Und ich finde, ich bin heute natürlich, wenn du an einer Sache dich reinhängst, dann wirst du natürlich automatisch immer besser und entwickelst dich immer mehr. Und ich habe halt diesen Sekte-Style damals mitgenommen. Ich habe das auch so krass bewundert, dass damals Sido und so zum Beispiel im Studio sitzen
und ein Beat hören und einfach drauf loslegen. Ein Thema sich einfach lassen, dann legen sie einfach los zu schreiben. Habe ich immer gedacht, ihr schreibt jetzt? Ich dachte, wir nehmen den Beat nach Hause, ganz in Ruhe, ein paar Tage vorbei, schreiben in Ruhe, ein bisschen Tee, überleg mir ein paar Reime. Ich muss ja auch, ich meine, ich bin auch nicht so stark mit einer Sprache begabt, so grammatisch, so in Deutsch, weißt du, ich muss halt meine Sätze mal durch. Ist nicht wichtig da, also ja, okay, aber trotzdem. Schon ein paar Legastheniker ja, dabei. Ja, geht schon, aber ich will natürlich auch nicht. Mit der Legastheniker dabei. Ja, also ein paar Sachen sind schon so gebaut, reim dich oder ich schlag dich, aber es ist ja auch künstlerische Freiheit. Natürlich, ja, natürlich, ja. Aber trotzdem willst du halt korrekt rüberkommen, das ja, war halt mein ne. Dings. Neben Sido und so, die ganzen Künstler wollte ich halt auch mithalten können. Und das war für mich halt krass, dass sie so spontan geschrieben haben. Habe ich mich richtig in die Sache reinversetzt und zu Hause Beats gehört und immer versucht, spontan zu schreiben. Irgendwann habe ich meinen ersten 16er in 10, 15 Minuten geschrieben und der kam stark rüber. Ja, und dann müsste halt in der Übung bleiben. Und heute gehe ich ins Studio, mache ein Beat dran, überlege mir, was will ich erzählen, dann kommt es halt einfach. Also ich bin auf jeden Fall besser geworden. Ja, super, super. So ist das. Du hast eine Frage aus dem Chat? Thema Rap, genau. Ich habe eine Frage aus dem Chat. Und zwar wird gefragt, was du denn eigentlich von dem aktuellen Streit zwischen Bushido und Flair hältst, der ja momentan irgendwie ausartet. Streiten die sich gerade? Ja, irgendwie ist da Action Jackson gerade. Flair sagt irgendwie, ich lade dich ein zum Einzelkampf und so. Hast du noch nicht mitbekommen? Rap-Update checken. Tut mir leid, wirklich. Hey Rap, es tut mir echt leid, dass ich dich nicht so verfolge. Ich bin halt sehr beschäftigt gerade zu Hause. Ich habe zwei Kinder hintereinander bekommen. Ich bin Vater geworden in den letzten zwei Jahren. Und ich konnte halt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke sehr. Und ich habe halt. Bin mit. Halber Kopf, halben Kopf da drin, weißt du? Aber du kennst die beiden. Alles dabei. Ich kenne die sehr gut, natürlich. Ihr seid ja Berliner alle. Klar. Schade. Ich meine, die waren früher sehr gut befreundet. Die haben zusammen angefangen mit in dieser Schiene. Agro-Zeiten war das. Agro-Zeiten, auch vor Agro-Zeiten, weißt du? Und die kennen sich sehr gut. Die wissen, was sie damals durchgemacht haben. Natürlich wissen die auch, wie deren Charakter ist. Wer wie ist, weißt du? Mhm. Wenn sie der Meinung sind, dass sie sich streiten müssen, bitteschön, aber ich denke mir, es muss alles nicht unnötig sein. Unnötig, sagst du. Unnötig. Und gerade Flair jetzt, er ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen alleine gerade, hat viele Freunde verloren und finde ich auch traurig, dass sie von jeder Seite gerade auf ihn rumhacken. Ja. Jetzt nichts gegen Bushido, aber die kennen sich ja auch viel eher und da haben sie bestimmt so untereinander was auszusetzen vom Frühjahr vielleicht und bei denen ist es wieder anders. Man ist ja auch schon in einem Alter, wo man dem eigentlich so beigelegt haben sollte, du sagst mit es der wirklich. Beef-Sache, du oder? Du sagst es wirklich. Ja. Also irgendwann reicht's doch. Ja? Okay, Rap, Beef muss sein, man will auffallen. Bis Anfang 30, oder? Dann kann man nochmal langsam runterfahren. Langsam. Ich meine, wer weiß, wie lange wir noch leben. Ja. Wollen wir mit dem ganzen Beef von hier weggehen? Aber du hast gerade positiv über Sido gesprochen. Ne? Das ist mir im Kopf geblieben. Ihr hattet ja mal mehr miteinander zu tun. Es gab auch mal Probleme. Ja, natürlich. Ansprechen Probleme. Ja, hey, Differenzen. Ich meine, ich und Sido sind jetzt verschiedene Wege gegangen, aber ich bin ein ehrlicher Mensch. Weißt du, was den Künstlerischen angeht? Sido ist ein krasser Künstler. Ich finde nicht, dass. Also nicht jeder könnte ihn das Wasser reichen, wenn es um Musik geht. menschlich natürlich haben wir Meinungsverschiedenheiten, sagt man so. Ja, ja, ja. Ist richtig. Und jeder geht seinen Weg und wir sind alt genug, wir müssen nicht aufeinander rumpöbeln, weißt du? Ja, aber in dem einen Song sagst du irgendwie, deine Tracks hören sich seltsam an und so, habe ich gerade gehört. Ey, aber es ist ja noch, also für mich auf einem bisschen, es ist einfach eine. Ist ja nur eine Punchline war das. Genau, eine Punchline. Rüdiger Blumensohn hätte gesagt, das ist eine. Scheiße, mir fehlt das Wort. Fuck, Junge, Scheiße. Rüdiger Blumen hätte auch Punchline gesagt, glaube ich. Ach, ja, aber was hat es damit auf sich? War das jetzt, es ist ja keine wirkliche Beleidigung, es ist ja eine Meinungsäußerung, sagen wir mal so. Genau, so. Also, Erkenntnis. Die neuen Lieder, weißt du, Sido, die neuen Lieder, ich meine. Sind nicht mehr so richtig Hip-Hop. Ist nicht mehr so richtig Hip-Hop, wie du es sagst. Ja. Mola hat es genau richtig gesagt. Aber er bedient ja auch eine andere Hörerschaft als du. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja auch vielleicht so, weißt du? Es ist jetzt auch nichts Schlimmes. Also Sido, wie gesagt, auch die neuen Lieder haben seine schönen Seiten. Manche Lieder, ich höre trotzdem so, wenn ich mal höre, sage ich, okay, cool, kann man normal hören. Aber es klingt trotzdem seltsam. Ich habe ja noch in einem anderen Lied noch einen Satz gegen Sido gesagt. Also was heißt gegen ihn? Ich habe gesagt, Sido hätte nie gedacht, dass ich für die Karriere kämpfe. Ich stand immer hinter dir, egal wo wir zusammen waren, stellte mich auch vor dich, wenn es irgendwo drauf ankam. Das sind halt so Fakten. Die ich so mitgenommen habe von der Vergangenheit, weißt du? Es ist kein Dissen, aber irgendwo ist es auch traurig, dass die Wege sich so getrennt haben wegen das und das oder das und wegen Differenzen. Und ich spreche halt nur drauf an und ich bin ein Mensch, ich versuche in meiner Musik halt das umzusetzen, was ich gerade fühle. Also erzählst oder du eigentlich nur deine Geschichte? Sozusagen. Okay, es ist wie so, als wenn du eine Biografie kaufst von mir im Buch und du liest
mein Leben gerade. Wenn ich noch eine Frage dazu stellen darf, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt, du und Sido? Wie kam das? Ich habe in Schöneberg gewohnt, Schöneberg im Kiez, ja? Berlin-Schöneberg. Und um die Ecke war das Agro-Studio, Downstairs Agro Berlin, das Studio, das Label war da. Okay. Und ich war auf der Straße aktiv, wie ich Mola damals erlebt habe und verpackt habe. Weißt du? Tijara-Style. Und die waren Kunden. Ja, kann man ja sagen, Kunden. Und die waren, ja, genau, die waren bei uns um die Ecke und ich habe die halt öfter mal versorgt. Die haben jemanden gebraucht. Pizzaservice. Pizzaservice, Lieferservice. Dienstleistung, Bruder. Bruder Mann. Ohne Steuerabgabe. Ohne Steuerabgabe. Ja. Ich kenne diese. Und dann habe ich sie so kennengelernt. Ich habe halt auch ein bisschen mal mit Freunden aus Gag mal auf dem Hof ein paar Zeilen geschrieben, ein bisschen gerappt und so. Kam das eine zum anderen dann? Kam das eine zum anderen. So, genau. Okay. Stark. Dann war ich auf einmal auf Tour mit Sido. Besser geht's nicht. Maske-Tour. Du hast mit einer anderen Ikone des Hip-Hops, Kool Savas, einen Track gemacht, ja, auf dem neuen Album. Wie war das jetzt so mit Savas zusammenzuarbeiten? Ist man da beeindruckt, denkt, oh, ich mache jetzt einen Track mit Kool Savas und gleich fängt er an zu spitten und räumt alles ab? Oder ist das so, hey, cool, das zieht mich mit oder es macht Spaß? Wie ist die Arbeit? Savas ist echt ein toller Typ, wirklich ein toller Kerl. Macht Spaß, mit ihm zu chillen, ist lustig. Auch wenn es um ernste Themen geht, ist er auch so mit Herz dabei und sagt auch seine Meinung. Aber wenn es um die Arbeitsweise geht, der ist einfach ein kranker Verrückter. Echt? Er könnte sogar für mich einfach schreiben. So aktiv ist er und ein Ding drin, so, weißt du? Dann fummelt er mal an seinen Eiern rum und sagt, hey, Alter, ich muss hin und her und schreibt einfach. Also, ein Maschine, es macht einfach Spaß, weißt du? Es, bei jedem ist es anders. Und wenn du Savas so miterlebst und du kennst Savas aus den Tapes und so vom früher und dann sitzt du mit ihm im Studio, ist natürlich auch eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Gerade auch, wie ich mit dir jetzt gerade sitze, so, weißt du? Wirklich, also damals als kleiner Bengel hast du hin und her auf der Straße, siehst du die Leute im Fernsehen und für dich ist es unmöglich so. Ja, was Unfassbares, also an die Rand aber zu kommen. Alles ist möglich. Also, alles ist möglich. Er hat nicht drauf gerappt, er hat nur, also heißt nur produziert, der hat mitgewirkt an dem Song, ja? An dem Album. An dem Album. Ich habe kein Feature mit ihm auf dem Album. Ja? Am letzten Album habe ich ein Feature mit ihm. Ja? Und am vorherigen Album. Aber hier steht und in dem hat er, an dem Beat hat er mitgewirkt mit DJ Smooth. Okay, genau. Das Album heißt ja Geboren, um zu sterben. Track 6, Geboren, um zu sterben. Produziert von DJ Smooth. Mit dem Kinderchor, genau. Krass. Aber ich habe noch ein Video rausgesucht von dir. Auch von deinem aktuellen Album Geboren, um zu sterben. Für dich, Vater. Das wollten wir uns gerne mal reinziehen. Grüße, Alter. Korrekt. Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich. Du hast den Sturm kennengelernt. Ja, ich kenne ihn, ja. Wir haben uns über Internet gesehen. Der war sogar bei dem Video drin. Der war bei Alperabi, hast du gesehen? Ja, genau, mit den Tänzern und da war auch der, war der am Boxsack, ne? Ja, genau. Das war Felix Sturm isst sehr gerne Döner aus Berlin. Und immer wenn er nach Berlin kommt, ruft er mich an und sagt, Alper, ich will Döner essen. Kalb oder Hähnchen? Kalb oder Hähnchen? Egal was, Hauptsache Berliner Döner. Okay. Aber ich bringe ihn auch immer zu den besten Läden. Schmecken die anders? Ja, Hähnchendöner, Chickendöner schmeckt anders. Jetzt gibt es auch noch Gemüsedöner. Gibt's auch noch kannst nicht essen, Mann. Aber wirklich sehr lecker. Was? Ach, du hast Quatsch. Fleisch essen. Ach, du hast doch meine Nummer, wa? Ja. Du kommst nach Berlin, wenn du da bist, du rufst mich an. Safi. Hier, alles Zeugen hier. Ihr seid alle Zeugen. Ach, ein Alp. Und wenn dieser Gemüsedöner nicht schmeckt. Was ist da drin? Da ist Fleisch drin. Na, ganz normales Fleisch. Kebabfleisch ist drin, aber mit Gemüse, frittierten Gemüse. Ah. Und spezielle, nicht Soße, sondern so. Jetzt keine dickflüssige Soße. Hä? Mann, ey, wirklich. Ich bin tot. Super Hahn, da müssen wir. Oder du bist nicht eingeladen, ja? Da müssen wir. Ich will so mitgehen, weißt du so? Ja, ich bin auch da so. Ich hol dich ab, Bruder. Fahr mit zusammen. Okay, alles klar. Boah, ja, super. Du kannst auch. Ich möchte das nicht. Wahnsinn. Dings, wir haben ja gerade dein Video gesehen. Und zwar für dich Vater. Ja. Du bist selbst Vater geworden vor kurzem, ne? Ja. Und, ich freue mich extrem. Ich finde das krass, dass du auf deinem Album Geboren, um zu sterben. Das heißt, Geboren, um zu sterben, muss ich das auch mal geben, einen Song machst für deinen Vater, ne? Das ist schon eine harte Nummer. So, weil ich hab diese ganze Geschichte mit Geboren, um zu sterben, als ich mein Kind gesehen habe, als es auf die Welt kam und dies, das, diese Gefühle haben sich alle geändert, alles geändert. Und dann bin ich auf dieses Thema gekommen. Ist voll schön, erst auf die Welt kommen, geboren, ja, alles schön, aber dieses beschissene Leben musst du auch durchgehen. Ja, das ist so. Und irgendwann werden wir sterben, weißt du? Das werden wir alle. Wir wissen nicht, was in Zukunft passiert. Das Einzige, was wir wissen, wir werden sterben. Hast du Angst vor dem Tod? Ich, natürlich, jetzt mittlerweile ist die Angst größer geworden, weil ich noch Zeit mit meinen Kindern verbringen will. Mhm. Weißt du, man kann ja nie wissen, wann es auf einen zukommt. Der Tod kennt kein Alter. Und deswegen habe ich irgendwann mal, als ich geputzt und gemacht habe, dann kam ich halt auch auf so ein Fotoalbum, da habe ich die Bilder von meinem Vater gesehen, wo ich noch klein war und er noch jung und so stabil, jetzt alter Mann. Und habe ich immer geguckt und gesagt, ey Mann, du bist einfach der beste Mensch auf dieser Welt. Hammer, und, so. Und dann bin ich halt auf die ersten Sätze gekommen, du bist mein Held und das ist, dann habe ich den Song geschrieben. Mein Vater kann nicht so gut Deutsch, aber in dem
Als er das Video gesehen hat, er lebt in der Türkei, als er es gesehen hat, hat er gesagt, Ulan, du hast mich mit diesem Lied mitgenommen, du Arschloch. Ich habe alles verstanden, du Arschloch. Ich verstehe keinen, aber das habe ich alles verstanden. Krass, ja. Ich küsse deine Augen. Hammer. Das ist doch cool. Also hast du auch Support von deiner Familie quasi. Natürlich, ja, natürlich. Das ist doch cool. Ändert jetzt bist du Vater, deine Gefühle ändern sich. Ich meine, du machst ja Musik aus dir heraus, aus deinen Gefühlen heraus. Kriegen wir jetzt einen anderen Alper zu sehen? War bei Sido ja eigentlich auch so, ne? Eigentlich ja. Also ich versuche wirklich so ehrlich wie möglich zu sein in der Musik. Ich versuche nicht den Proll oder den Gangster oder das und dies rauszulassen. Natürlich ab und zu muss ich den Rap-Fans auch das geben, was sie wollen, weißt du? Eine Line für den und eine Line für den, mit denen ich nicht klarkomme vielleicht. Aber alles auch in dezenter Art und Weise, ohne Familie großartig. Sportlich, sehr schön. Genau, sportlich so. Und natürlich, jetzt geboren, um zu sterben, merken die Leute, da ist vielleicht... Alpa ist echt Vater geworden, da merkt man in den Liedern auch. Aber eigentlich ist es jetzt kein Album, wo ich sage, ey, ich bin Vater, ich bin Vater, ich bin Vater, ich habe einen Sohn, ich habe einen Sohn, weißt du? Es ist immer noch derselbe Alpa wie vorher und die Aussage, es muss immer stimmen bei mir. Und die ist auch drin. Und wie ich das Album echt hinbekommen habe, während ich eine Familie gegründet habe, ist auch eine riesengroße Herausforderung gewesen. Ich bin froh und stolz darauf, dass ich dieses Exemplar euch allen präsentieren durfte und konnte. Ich finde das auch schon krass, weil du hast ja eine starke Bindung zu deiner Familie, so wie sich das anhört. Ich bin Familienmensch. Ja. Und du hast in deinem in irgendeinem Interview gesagt, dass du irgendwie jetzt dass du dich letztes Jahr mehr um deine Frau und deine Kinder kümmern musstest und dass auch mit der Musik ein bisschen zurückgetreten bist. So. Genau. Woher kommt diese Einsicht? Woher kommt das, dass du das so siehst? Ich habe mit meiner Frau, ich kenne sie schon über 12, 13 Jahre. Ja? Vor 5 Jahren sind wir zusammengekommen. Da war ich nicht der ehrliche Freund sozusagen. Und da sind wir auseinander gewesen. Krass. Meine vielen Fehler und ich konnte damit nicht leben. Es war die schlimmste Zeit, wo ich auseinander mit ihr war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich bin damit nicht klargekommen, weil ich Fehler gemacht habe. Ich habe viel falsch gemacht und ich wusste sie nicht zu schätzen, ihre gute Art und die Freundschaft, die wir hatten. Hast du zweite Chance gekriegt? Ich habe eine zweite Chance bekommen und die will ich jetzt halt gerade biegen und ihr beweisen, dass ich es ernst meine. Und deswegen war ich schon froh, dass ich Vater geworden, dass sie schwanger war. Und habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich ihr beweisen, dass ich ernst meine. Und als Vater trägst du ja Verantwortung. Das ist ein neues Kapitel im Leben. Richtig. Und entweder du kriegst hin oder nicht, weil irgendwann werden deine Kinder auch älter. Entweder spucken sie dir ins Gesicht oder sagen so, Papa, ich liebe dich. Oder ich bin für dich Vater. Oder für dich Vater. Oder für dich Vater. Genau, ja, so ist das. Es ist ja, jetzt bist du Vater, du hast Familienleben, hast aber auch ein Label. Ja. Das ist ein Label. Das wie heißt Sport. Das? Das Label? Also ich habe nicht allein ein Label, aber ich bin mit Major Moves. Ah, okay. Das ist das Label, das ist auch die Booking-Agentur. Mhm. Und PA ist beispielsweise bei dir? PA Sports ist auch ein Label. In dem Label, genau. Auch ein Label drin. Ist das dann jetzt, wie ist diese Priorität? Ne? Wenn du dich jetzt viel um die Familie kümmerst, kümmerst du dich dann weniger ums Label. Kommt PA, ruft dich an, sag mal, Alper, muss man mehr Gas geben? Ja, das Gute ist, das Label ist ja nicht mein Label. Es ist von einer Person, das ist eine Booking-Agentur. Mhm. Und der hat das, DJ Ganji zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist sein Name. Ganji ist auch als DJ unterwegs. Okay. Ist sein Label. Mhm. Ich und PA sind bei ihnen mit gesigned, haben einen Vertrag. Mhm. Und er macht ja die Haupt-Label-Arbeiten. Okay. Das ist ja das Gute. Aber zu dem Album wollte ich halt noch mehr Promo machen. Ich konnte halt wirklich nicht so viel Promo machen für das Album. Und bin trotzdem froh, wirklich froh, dass ich es in die Top 10 geschafft habe. Ja, Wahnsinn. Im Gegensatz zu Alles kommt zurück, mein voriges Album, da haben wir ja richtig Promo zugelegt gehabt. Da war ich bis 5 gegangen. Da war ich Platz 5, ja. Aber dieses Album wegen der Familie. Und wie viel Arbeit du reingesteckt hast, Platz 5. Deswegen bin ich froh, Alter. Deswegen bin ich echt froh und stolz darauf, dass alles noch so im selben Niveau, im selben Level geblieben ist. Mhm. Und zu PA Sports wollte ich noch was sagen. Ich glaube, der macht jetzt sein eigenes Label. Life is Pain. Okay. Ist der eigentlich wieder gesund? Soll ich aus dem Chat fragen? Der hat irgendwas gehabt wohl scheinbar. Der war extrem erkältet. Wir waren auf Tour. Wir mussten jetzt voll viele Sachen noch abbrechen. Ach du, der war extrem erkältet und ich wollte auch nicht alleine weiterziehen, weil ich wollte mit PA zusammen. Wir hatten eine Show, weißt du? Und dann alleine so ist dann zu egoistisch. Dann mussten wir halt die einzelnen Dates noch absagen. Sag gute Besserung. Gute Besserung auf jeden Fall. Aber der liegt immer noch im Bett. Krass. Der liegt immer noch im Bett. Also ihm geht es natürlich, glaube ich, ein bisschen besser, aber die Stimme muss ja fit sein für einen Live-Auftritt. Ja, normal. Du musst ja Power performen, du musst ja was erzählen. Sonst ist halt... anderes Thema. Du hast ja auch eine Facebook-Seite, ne? Ja. Schreibst du da eigentlich persönlich rein? So, machst du das selbst oder machst du das anders? Nicht immer. Wenn ich ehrlich sage, ich bin ein ehrlicher Mensch. Nicht immer. Ich habe da ein, zwei sehr gute Freunde, die mir da auch helfen. Wenn immer, weil ich jeden Tag muss da was reinkommen und manche vergesse ich auch voll oft und ich will den Fans nicht. Aber die Leute, die das machen,
die sind nah wie möglich zu mir und die wissen, was sie machen. Du gibst ihnen quasi schon das Drehbuch vor. Du gibst ihnen das Input sozusagen. Ja, das ist nämlich krass, weil ich sehe das immer. Bist unterwegs, fliegst dahin, Auftritt hier und dort und dann musst du noch nebenbei bei Facebook noch was reinschreiben. Das ist eigentlich schon machen die Konkurrenten machen das, glaube ich, viel besser als ich. Also die posten, glaube ich, am Tag 10, 15 Dinger und ihre Blöcke und genau, so. Genau, dann frage ich mich immer, wie machst du das? Da musst du den ganzen Tag im Handy hängen. Das ist ja auch anders. Da muss ein Redakteur dran sitzen, glaube ich. Ne? Also, da keine Ahnung, Alter. Die haben Geld, die können alle bezahlen. Ja, Tasche leer, Bruder. Du warst auch gute Freunde. Du warst auch. Was sagst du denn jetzt? PA hat ja ein kleines... Ich fand das krass, wie du bei Prongbox ihn einen umgehauen hast. Ach, das, der, ja, der stand halt. Gegen wen hast du denn geboxt eigentlich? Sebastian Deile. Wo der überall war. Oh, der war Dings, Dschungelcamp. Weißt du, was du noch machen musstest? Georgina musstest du auch eine geben. Ja, Georgina. Wer ist Georgina? Nette, ist Georgina. Die ist ein bisschen verrückt, aber weil eigentlich lustige. Ne? Aber ich habe echt alles verfolgt. Ich wollte auch dich immer sehen. So. Aber hast du gut gemacht. Du hast echt sehr gut gemacht. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass, weil du trainierst und du kommst in den Ring und dann... Hart, war? Das war echt heftig. Ne? Und das war... Und das ist nicht so einfach, Alter, im Ring zu stehen und dann... Nee. Vitaly zum Beispiel hat auch gut gekämpft, gut gehalten, aber hat verloren, Alter, der Arme. Aber ja, hat es Mühe gegeben, hat es gut gemacht. Man kann beim Boxen alles richtig machen und trotzdem verlieren. Genau, das ist das Ding. Aber Respekt, wirklich. Ja, ich habe das gefeiert. Ja, danke, danke, danke. Ja. Ich sag auch immer zum Sebastian, er hat einen super Job gemacht. Der hat auch sich 6 Wochen vorbereitet, Gas gegeben. Du auch, so 6 Wochen? Ich habe 5 Wochen, ich war eine Woche krank, aber der hat halt viel Fitness gemacht. Ich habe viel Boxtraining gemacht in einem richtigen Studio mit Asi-Boxern, die mich richtig zusammengeschlagen haben. Krass, richtig, Alter. Prügel bekommen. Respekt, Alter. Deswegen kannte ich das, wusste ich, wie es ist. Und als der geschlagen hat, wusste ich, ach, hier passiert nichts. Hier kann ich machen, was ich will. Der krieg ich gleich. Der Kampf war schon gewonnen. Nein, der war einfach nicht gefährlich. Der war schon stark. Ja, aber du hast gut gemacht. Ja, der hatte nicht diesen Killerinstinkt, der wollte nicht. Kennst du das, Schükrü? Du bist automatisch, wenn du in so einen Kampf hast oder ein Spiel, du bist automatisch für eine Mannschaft. Ja, normal. Bei mir war auch automatisch, ich war für Mola. Ja. Weißt du, was? Hast du geboxt? Automatisch. Sebastian Deile. So hast du den weggehauen? Er war ein bisschen groß, wa? Hast du den weggehauen? Er war 10 cm größer. Er hat 10 cm größer. Denke, das wäre eine Antwort auf die Frage. Gegeben. Hast du den weggehauen oder nicht? Du kannst mal gucken im Netz, was passiert ist. Guck mal, wie der macht. Guck mal, lass uns mal jetzt gucken. Der Kampf dauert nicht lange. Mola Adebisi. Der dauert nicht lange, genau, der ging schnell. Promi-Boxen, das wird mir schon direkt vorgeschlagen. Guck mal. Boah, ich seh schon den. Wenn ich nächstes Mal Stress habe, ich ruf dich an. Ich bin ganz super. Nein, aber es war. Und das Lustige ist, dass mein Trainer gesagt hat, du schlägst ihn mit links K.O. Ich hab gesagt, niemals. Aber hast du genau mit links gemacht? Du hast ihn auch getroffen. Ich hab das nie geglaubt und ich hab gesagt, mit links niemals und der ist K.O. gegangen. King, war richtig, richtig gut. Sehr und das, kontrovers. Und das Gute war, du sahst auch gut aus. Das ist auch gut. Oh ja, danke. Du sahst mit den Bewegungen. Ich kauf 2. Weißt du, was ich meine? Ja. Mit den Bewegungen, er sah gut aus. Der andere zum Beispiel. Ja, nee, also ich, Dirk Schwarz, mein Körper Trainer... Klaus. Wirklich, mein Trainer Dirk Schwarz hat eine super Arbeit gemacht. Er hat einfach mich angeguckt und gesagt, das kannst du nicht. Wir trainieren das und wir trainieren das. Das wirst du nie lernen. Und er hat mich genau darauf vorbereitet. Hat er wirklich gut und du hast auch wirklich gut umgesetzt. Also ganz ehrlich, Respekt. Ja, aber das ist, glaube ich, ähnlich wie wenn du jetzt was schreibst. Ne? Du musst dich da reinhängen, du musst ehrlich sein zu dir selber. Ja. Aus mir wird kein Boxer mehr. Ich kann mit links kann ich gut schlagen. Ich kann eine gerade. Ich kann 3 Dinger kann ich. Ja, so die kann ich einsetzen. Kannst nicht versuchen jetzt Uppercut hier und. Aber du kannst jetzt sagen, ich habe ihn mit links gehauen. Mit links habe ich ihm richtig gegeben. Ich ihm gegeben seine Mutter habe ich. Ne? Ich krieg gerade eine Chatfrage und zwar Alpagan. Du hattest eine schlechte Zeit, hattest wenig Geld. Wie läuft's jetzt? Du bist der beste Rapper. Von Tobias. Tobias. Fragt das. Also immer Alhamdulillah sagen, egal wie schlecht es einem geht, es gibt immer Schlimmeres. Absolut. Und ich bin ein sehr gläubiger Mensch und das war vielleicht meine Phase damit. Man muss ja immer die bittere Zeit schmecken, bevor man an die süße Absolut. Zeit kommt. Und du weißt man gar nicht, wie gut die süße ist. Das stimmt ist das Ding. Nicht. Und als Jugendlicher ging es mir nicht schlecht, wirklich. Meine Eltern, okay, wir konnten uns nicht alles leisten, aber wir hatten keinen Hunger. Ja, und als Jugendlicher habe ich, ich will jetzt nicht vor der Kamera reden, ich habe auf der Straße mehr als genug Geld gemacht. Und ich war ein Sparfuchs. Jeder Tropfen bildet einen Teich. Ja. Auf Schnee laufen und keine Spur hinterlassen. Guck mal, das war mein Motto. Wir haben eine Überraschung. Ein sehr guter Freund von mir ist gleich mit bei uns dabei. Aber wir werden uns vorher ganz kurz nochmal dein letztes Video, beziehungsweise eines deiner kontroversesten Videos mit dem Titel Ich und meine Glatze anschauen. Okay, das war das erste Video zu meinem Leben. Das erste Video? Ja. Okay, das ziehen wir uns jetzt mal kurz rein. Das ist krass. Der arme PA. Du wolltest fast nicht passieren, auf Wolle genommen. Nicht. Guck mal, was für ein Typ. Ah, wir haben einen Webcam-Gast zugeschaltet. Hör ich gerade. Ja. Funktioniert das diesmal auch? Probieren wir es. Ja. Oh, der Schinken! Schinken ist in der Haus! Schinken! Oh, oh.
Bruder! Omar, was geht ab? Omar, was geht ab, was geht so, down? Ich hör dich. Hör dich, Bruder, keine Kopfhörer, Lautsprecher. Ey, bist du nicht einer von Jackson 5 mit dieser Haare, oder was? ABC. Wie heißt der denn? Oh. Tito. Tito Jackson. Tito Jackson. Schinken? Schinken Jackson. Schinken Jackson. Ich hab ein Lied für ihn. Pastorma. Kennst du Pastorma? Der lacht selbst. Erzähl. Was ist deine Frage? Oma, was ist deine Frage? So. Ja. So halt, das ist die Frage. Und zwar, du hattest ja mit dem Lied Ausländer von ihm so den Erfolg auch für den Mainstream. Er redet mit mir, wa? Und ich frag mich, wie hat sich das so angefühlt? Genau. Du musst den Lautsprecher. Also du musst deinen Lautsprecher, glaube ich, leise machen. Also ich habe verstanden, die Frage war, du hast so einen Song, der hieß Ausländer. Ja. Und dann habe ich nur noch verstanden, wie hat sich das angefühlt. Aber den Rest dazwischen nicht. Wie hat sich angefühlt? Frag, also der Erfolg davon. Der Erfolg von dem. Der Erfolg davon. Erfolg, das war der erste. Der Erfolg, ne? Von dem Song war Ausländer. Der Durchbruch. Das war krass. Also Ausländer, das war so ein Titel, was ich immer mit mir geschleppt habe. Es gab damals, wie heißt der? Ahmed Gündüz. Mhm. Ja, Name ist Fresh Ahmed Family. Fresh Family, genau. Lass mich erzählen euch. Ich sitze in der Bar, da kommt ein Besoffener und setzt sich neben an. Der Mann sagt, du Knoblauch stinken. Ich sage, ach egal, du stinke von der Rinken. Ja, Mann! Er weiß! Er wollte diese Ausländer und deutsche Konflikt machen, weißt du? Und ich habe das als kleiner Junge mal gehört und ich wollte immer dieses Ausländer, ich bin ein Ausländer, immer sagen, weißt du? Und irgendwann, als ich angefangen habe zu rappen, dachte ich mir, diese Idee muss ich auf Papier bringen. Und dann habe ich Ausländer halt geschrieben und gemacht, aber ich dachte, das wird gar nicht ankommen, weil die Deutschen fassen das vielleicht falsch auf. Yeah. Er macht jetzt hier Politik und dies, das. Aber im Gegensatz, ich bin am nächsten Tag, als das Video rauskam, damals gab es ja Voten bei Viva bin ich voll aufgelaufen und so. Dann bin ich durch den Kudamm gelaufen, jeder zweite Mädchen, Junge, alle, ey, krasses Lied, dies, das. Also es hat sich sehr gut angefühlt. In der Hinsicht, so, weil es so angekommen ist bei den Leuten, so wie ich es mir vorgestellt habe. Die Deutschen haben es extrem gefeiert und die Ausländer auch. Hast du es auch gefeiert? Mhm. Schinken! Schinken, was ist los? Der neue Name. Der denkt schon wieder an Essen. Was ist los mit dir, Bruder? Ich geb später aus, Bruder. Hier ist noch viel Köfte. Komm vorbei. Komm vorbei, wir haben noch Köfte da. Komm, mach fertig. Roll rüber, Bruder, roll rüber. Okay. Wir auch mal mit frei. Bis nächste Woche oder so. Komm wieder vorbei, ne? Hau rein, Bruder. Mach dann, ciao, bis dann. Tschüss. Junge, du bist doch viel zu früh. Bist du viel zu früh? Was ist los mit dir? Immer zu früh. Ach, guck mal, das ist unser Verkaufsprofi. Echt? Ja, freut mich sehr. Ja, komm, sagst du mir nicht mehr Hallo? Ihr müsst doch dranbleiben. Um 20 Uhr hat der Cedric bestimmt wieder... Was hast du heute? Was hast du Cooles? Super Deal. 20 bis 21 Uhr, wie immer nach deiner Sendung. Was hast du denn da? Und das Schöne ist, ihr habt halt die Aufmerksamkeit, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz rein. Kurz der Hinweis, 20 Mädchen, bis 21 Uhr. Playboy. Masala, mashallah. Tam Playboy, Mann, richtig. Er hat Muckis, Mamukis, Haare, alles da. Nicht Tam Playboy, Tam Kek auch. Okay. 20 bis 21 Uhr Music Deal, Super Deal, unter anderem mit SMS-Audio-Kopfhörer. Oh. Und dem weltweit ersten Slim Shake, der sättigt und gleichzeitig schmeckt. SMS-Audio-Kopfhörer? Das ist der Turbo Slim Shake von Natura Vitalis. Hallo? Turbo Slim Shake von Natura Vitalis. So. Genau. Also, aber da hast du keinen Bedarf. Für Pastorma. Zum Beispiel. Für Pastorma. Genau. Und den haben wir auch gleich zum sensationellen Preis. Wie teuer? Günstiger als Amazon, günstiger als QVC überall. Preis gibt's gleich. Tschüss, 20 Uhr einschalten. Der kommt immer rein, macht Werbung für seine Sendung. Was ist das für ein Bruder? So. Mal Werbung für uns dann. Ja, der wird, aber er macht auch. Doch, ey, auch. Wir müssen noch was machen, bevor die Sendung vorbei der ist. Der hat richtig Majo CD-Hüllen ohne Ende verkauft. Der? Ja, Verkaufsrekord hat. Macht der Feature bald mit Majo macht, dann, ja, oder was? Bald macht der Feature mit Majo. Also, wenn du auch CD-Hüllen haben willst, sag, Bruder, mach ich fertig. Mach so. Die müssen ein Album. Eigentlich müssen die mit dir alles. Mach mal ein bisschen, mach mit dir alles. Wir müssen noch ein Album zusammen machen, schwarz und weiß. Wenn du willst, ich gehe für dich ticken. Ja! Da war aber richtig Geld. Mit geht, mir, ey, Viertelstunde, sieht man so. Jungs. Nein, niemals. Wir müssen eigentlich noch Selfie machen, wir dürfen das nicht vergessen. Ja, ne? Das machen wir. Hier so das mäßig. Machen wir immer in jeder Sendung. Ach so, Selfie war Foto, ich überlege gerade, was Selfie. Willst du eigentlich mal was trinken? Ich habe hier noch was. Ich hab hier. Du, hier, Mola? Ich nehme hier unser Killerfisch. Das neue was Sponsor. Ist das? Ja, so. Killerfisch, ja? Ist auch Energy Drink? Ja, Energy Drink. Also, davon kommt bei mir diese Nervosität von meinem Körper. Was du denn mal? So, wo ist dein Telefon? Komm, Selfie seine Mutter. Selfie seine Mutter. Perfekt. Das posten wir auch.
Das ist auch eine ich habe ganz schön Knopf gedrückt. Was ist mit dir? Ja, läuft von alleine. Das ist schon so, diese Ekelhaftigkeit war so stark, dass der Sound schon von alleine kommen musste. Ne? Ja, genau, so muss es sein. Alper, wo bist du als nächstes? Wo sehen wir dich? Wallah, ich bin als nächstes. Morgen habe ich einen Auftritt. Ja. Wo denn? Festival Bad Hersfeld heißt das. Ja. Sagst du euch was? Ist hier in NRW, ne? 250 Kilometer entfernt von Köln. Genau. Da fahre ich morgen hin, da habe ich Auftritt. Mosch ist da, PA Sports ist da, Alpagan ist da und am 13. einen Tag darauf ist Kool Savas da. Mhm. Und danach gehe ich nach Hause. Ist man nach Hause gehen? Wieder Berlin. Ja, in Berlin. Woher kommst du eigentlich aus Berlin? Welche Ecke? Aus Schöneberg. Schöneberg? Ja. Läuft. Schöneberg. Ich bin der größte Zwerg in Schöneberg. Also, aber wenn die Jungs Infos haben wollen, Facebook finden wir dich. Facebook, Twitter, Instagram, Mr. Gun, Alpagan, überall aktiv. Okay. Ich habe hier noch eine Fanfrage. Die ist vielleicht ein bisschen indiskret. Aber ich frage sie mal. Wie stehst du zu Haftbefehl? Gerade in Anbetracht dessen, was da mit PA los war. Ja, will eigentlich mich in diesen Beef-Geschichten fernhalten, aber wenn PA und Dings gegenüberstehen, die sagen, ist ja klar, ich bin auf, PA ist mein Homie, er ist mehr als mein Freund, wirklich, ich mag ihn als Mensch auch sehr. Wenn PA neben mir ist und irgendwas passiert, natürlich bin ich auf PAs Seite, aber ich wäre natürlich für Frieden, weil da sind immer so Zwischenleute, die immer Feuer legen in diese ganzen Beef-Geschichten, die sich immer groß behaupten wollen. Mhm. Und genau das sind eigentlich die Fischköpfe, weißt du? Ja. Aber Haftbefehl persönlich habe ich nichts. Weißt du, wir haben uns auch gesehen an einer Veranstaltung. Da gab es auch vorher ein bisschen Gerüchte und so, haben wir alles geklärt und so. Das, was mit Pierre gerade ist, ist traurig. Ja. Aber Pierre ist mein Bruder und natürlich stehe ich zu Pierre Sports. Das ist meine Ansage. Eine vernünftige Ansage. Vielleicht, ich glaube, nach Hip-Hop-Karriere auf jeden Fall Politiker. Nein, ja, bitte nicht, ja, Mona. Du bist Bruder, doch, aber das ist ja, vom Wahrheit sagen und Politik ist doch Lügen. Einfach Lüge, ja. Vielleicht brauchen wir so einen wie dich, jemand, Macht. Der ein schwieriges Thema aber so jemand wie ich hat doch keine Chance zwischen so einem Heuchler und so eine scheiß Politiker. Aber das wäre doch mal endlich weißt ein wer Politiker, beste, die, die knallen mich in zwei Wochen ab, dieser, ja? Der beste die knallen mich in zwei Wochen ab, dann bin ich auch Legende wie John F. Kennedy. Wie heißt dieser eine Typ, dieser DCDNVS oder so? Der wäre beste Politiker, ihr kennt ihn. Wer war das auch so ein Rapper, war? Der ist aber, der ist immer in einer Rolle drin. Oder Moneyboy wäre bester Politiker. Moneyboy immer Lügen, durch. Durch. Der, aber immer der Rolle. Ist, aber ich glaub, immer ist, Rolle. Ich glaube, entweder ist der verrückt, oder der ist der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten. Aber schwöre, eins von beiden. Entweder ein Genie oder ein nah am Wahnsinn. Er ist ein Links zwischen Genie und... Aber du musst erstmal so weit kommen, wenn du nichts kannst. Oder er macht das extra so schlecht. Ich weiß nicht, was... Ich weiß auch nicht, ja. Ich weiß auch nicht, ne? Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Hast du noch Bock, was der Kamera zu sagen? Ey, natürlich. Ich habe mich echt gefreut, heute mit euch zusammen hier zu sein. Also da. War sehr schön. Hier bei, wie heißt denn nochmal? Musikdeal? Musikdeal. Wir haben einen guten Deal gemacht. Das ist übrigens mein Sohn. Die Nummer 1 von meiner Familie. Hat mich gefreut, heute mit Shukri und mit Mola, meiner persönlichen Legende, heute mal nebeneinander zu sitzen. Das Album ist draußen, geboren um zu sterben, das dürfen wir nicht leugnen, seit 29.08. Verfolgt Alpagan auf Instagram, Facebook und hast du nicht gesehen. Dankeschön. Korrekt. Was ist jetzt? Ja, in diesem Sinne. Können wir jetzt Bauchtanz machen? Jetzt machen wir Bauchtanz. Wenn du willst, passt dir mal. Passt dir mal. Ey, aber dieser Posten war echt der Schärfste. Hat mich sehr gefreut. Ja. Manyby.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.manyby.com. Music Deal mittendrin statt nur dabei. Manyby.